Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel, stehe hier auf meinem Hof auf der Altenstein. Und wir hatten letztes Mal ein Mähwerk gekauft und ich habe jetzt noch keine Ahnung, wo ich das unterstellen soll. Das muss ich mir noch mal kurz ausgucken, wo das eigentlich hinpassen könnte. Das ist gar nicht so einfach. Muss ich mir mal überlegen, wie ich das hinkriege. Ich werde mal hier rüberlaufen. Schauen wir mal. Ach, schon wieder ein Rehlein hier. So. Ah, hier haben wir die Sämaschine untergebracht. Hier geht es natürlich nicht. Warum drehst du dich denn schon wieder so? Geht doch auch ohne. So, hier, das ist ja Mähdrescher-Geschichte. Da passt nichts mehr dazu. Aber ich denke mal, vielleicht haben wir hier... Oder Moment mal, habe ich dort was stehen? Muss ich mal schauen eben. Haben wir hier schon was stehen? Ach ja, hier steht die Sämaschine. Okay. Ja, so ziemlich alles belegt hier, was man belegen kann. Haben wir noch was, wo man was reinstellen könnte? Hier könnte ich auch noch was unterstellen, wenn ich mir das mal so anschaue. Na eben. Das ist doch gar nicht die schlechteste Möglichkeit. Und hier gibt es ja auch noch Möglichkeiten. Aber hier könnte es sein, dass ich den Platz mal was für was anderes brauche, wenn ich mehr Tiere habe. Da will ich mal vorsichtig sein, da noch nichts reintun. Und hier oben muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwie Platz hätte. Oh ja, guck mal, hier haben wir auch noch Platz. Ich habe ja hier hinten aufgeräumt. Stimmt. Da kann ich das Mähwerk hierher bringen. Okay. Das machen wir gleich. So, jetzt räumen wir die erstmal auf hier. Komm mal mit, mein Maschinchen. So. Mal gucken, ob wir da auch überall gut um die Kurven kommen. Doch ein etwas breiteres Maschinchen jetzt hier. Aber mit dem kann man gut arbeiten. Das ist etwas, was ich sehr schätze. Mit dem Big M würde ich hier wahrscheinlich schlecht zurechtkommen. Das wäre wahrscheinlich nicht so einfach machbar. Da käme ich wohl nicht so wirklich um die Ecken hier. Naja, und ein Big M brauche ich hier auf dieser Map auch wirklich nicht. So, den werde ich jetzt hier mal unterstellen. Das passt nämlich. Schauen wir mal. Ich drehe das Ganze erstmal um, dass ich das besser sehen kann. So. Mehr in die Ecke, würde ich sagen. Ah, nochmal vor. So, gut. Anzeigen mal anmachen. Ja, können wir abstellen. So. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal umdrehen, das Fahrzeug hier. Und dann werden wir noch das vordere Teil vom Mähwerk abstellen. Ich denke mal, hier kann ich sogar noch was anderes mit reinstellen. Die Sämaschine kann also sehr gut auch wieder hierher. Die müssen wir nicht da vorne lassen. So, das stelle ich mal hier davor. Wie schaut es aus? Stückel noch. Und jetzt sollte es gehen. Ich mache mal mit V runter. Mal gucken. Na, dann sollte ich es auch anwählen, nicht? Dann geht das auch besser. Muss man erst einklappen. Quatsch. Dann werfe ich es ab. Basta. So. Wir kommen an den Striegel ran, wir kommen an den Tiefenlocker ran, wir kommen an die Gerätschaft ran. Da können wir hier links an der Wand wirklich noch die Sämaschine unterbringen, würde ich mal sagen. Aber wir haben hier jetzt auch noch... Ach so, der Schwader ist ja erst gemietet. Der ist ja nur gemietet. Bloß irgendwann kaufe ich mir ja auch einen. Vielleicht sollte ich eher den dann da hinten noch dazustellen und die Sämaschine da vorne lassen.
Ich muss mal schauen. Das wird sich alles ergeben. Wir haben hier noch so kleine Möglichkeiten, Sachen unterzubringen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Was habe ich denn eigentlich bei den Kühen da drin? Da habe ich doch auch was untergestellt. Was war denn das? Ich soll mal gucken gehen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da was reingestellt. Andere Richtung. Hier vorne. Was haben wir denn hier reingestellt? Ach ja. Na, das ist ja lustig. Wieso habe ich das nicht mehr gewusst? Ich habe ja hier schon den Schwader stehen. Wieso habe ich den anderen gemietet? Und hier haben wir noch einen Grupper stehen. Okay. Ja. Gut, jetzt haben wir den anderen gemietet und der darf sich hier ausruhen. Ja, fein. Da habe ich ja wieder was hingekriegt. Geld rausgeworfen. Ich würde mal sagen, den Grupper, den kann ich eigentlich... Man vergisst das, was da drin steht. Das ist nicht sichtbar. Das muss ich mir anders einteilen. Wie mache ich das? Die Sämaschine lasse ich da stehen. Die nimmt ganz schön Platz. Den Schwader schon mal dahinter schaffen. Das werde ich vielleicht mal machen. Muss ich aber ganz vorsichtig hier reinfahren. Jawohl, das hat geklappt. So. Hier sollte ich vielleicht später besser irgendwas anderes noch unterbringen, was ich dann hier brauche, wenn ich Kühe habe. Nicht für diese Maschinen den Platz hier verwerten. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. So. Ich bin am Überlegen, ob ich überhaupt einen Grupper brauche. Und nochmal zurück. Okay, ich hoffe, ich komme hier raus. Kriegen wir das hin? Oh ja, gerade so. Eieiei, ich denke mal, ich habe den da reingestellt wegen den engen Kurven hier. Ja, für das Teil sollte ich auch wirklich eher eine Art Durchfahrmöglichkeit haben. Damit rückwärts, aber wir versuchen es mal. Wir versuchen es. Das wird problematisch, denke ich mir mal eher. So, umdrehen, dass ich sehe, wo ich hinfahre. Ja. So, in etwa. Ja, schauen wir mal, ob es klappt. Ja, ich sehe schon. Eieiei, das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Oh doch, jetzt könnte es was werden. Aber ich komme nicht dahin, wo ich hin will. Nee, nee, das lassen wir. Das ist Zeitverschwendung. Das bringt hier nichts. Ich lasse mir was anderes einfallen. Wie dieses Teil hier. Wir fahren nochmal von hier oben rein. Zum Hof. Und komme hier um die Ecke. Nee, das ist aber auch alles eng. Hey. Und da liegen die Baumstämme. Ah, gerade so. So, da fahre ich jetzt mal hier rum. Langsam. So, muss ich erstmal auf den Hof. So kriege ich die Kurve jetzt hier links nicht. Also, machen wir jetzt mal hier eine große Runde. Ist die Tür eigentlich zu öffnen hier? Das habe ich überhaupt noch nicht geguckt. Deko. Schade. Das wäre nicht schlecht gewesen, wenn da noch was rein könnte. So. Jetzt werde ich mal probieren. Ich habe da noch eine Idee gehabt, gerade eben. Ich will mal schauen, ob das gelingt, ob man hier um die Kurve kommt. Das ist ja aber auch ganz diffizil hier. Ach Gott, oh Gott. Kommen wir hier rum? Nee. Noch ein bisschen mehr einlenken. Kann die Maschine hierher? Oh, das wäre ja ein Ding, das klappt. Kann die hier stehen? Brauche ich die mit der nicht rückwärts fahren? Ja!
Die Idee ist gut. Da stelle ich sie unter. Sehr gut. So, dann hole ich mir jetzt noch den Grupper. Der kommt auch dort raus. Einmal habe ich den gebraucht. Ich weiß gar nicht genau, ob ich den behalten soll. Ob ich den überhaupt noch brauche. Ich habe jetzt eine Direktsaatmaschine, aber na gut. Die Einzelkornsämaschine, die ist keine Direktsaat. Also nicht voreilig handeln. Maritzel, behalte das Teil erstmal, der ist gut. Und außerdem lässt er sich zusammenklappen. Das ist ja das Schöne an dem. Den behalten wir erstmal. So. Nehme ich jetzt mal. Größer dürfen die Maschinen nicht werden. Auf gar keinen Fall. Denn dann klappt das nicht mehr. Dann klappt das nicht mehr. So, aber das geht jetzt hier noch. Die könnte man hier bestimmt hinstellen. Die Maschine. So, halt. Ah, ich muss sie aufgeklappt hinstellen, also ein Mist. Da ist das natürlich doof. Da muss ich das nochmal anders machen wieder. Als ich das jetzt dachte. Ja. Warum muss man das erst aufklappen? Das ist doch Platzverschwendung. Warum machen die so einen Mist? So. Gut. Muss ich den Striegel da hinten vornehmen? Den kann ich zusammengeklappt hinstellen, da muss der aber anders. Stelle ich jetzt hier links hin. Wie weit geht's noch? Ja, geht noch. So, kann ich dich absenken mit V? Ja, das klappt. So, da kann ich die jetzt da hinten hinstellen, denke ich mal. Das sollte ja funktionieren. Tiefenlockerer wird ja wohl hoffentlich nicht im Wege stehen. Ja, ich werde ein Stück vorziehen, aber das mache ich jetzt mal anders, damit es schneller geht. So, komm mal her, du. So, so ist das besser. So, und jetzt hole ich mir den Grubber. Der wird jetzt da hinten reinpassen. Dann lasse ich ihn jetzt gleich aufgeklappt. Ich muss ihn ja sowieso aufgeklappt wegstellen. Maßgerecht, wie es aussieht. Wie schaut's aus? Ja, das geht. Boah, da haben wir ja Glück gehabt. Echt mal. So, jetzt haben wir die Geräte hier stehen. Ganz hier vorne links, das Grüne ist eine Einzelkornsämaschine. Die wird aber irgendwann ausgetauscht gegen eine etwas größere. Aber jetzt erstmal noch nicht. Ich will drum gerne probieren, wie die funktioniert. Das will ich sehen. Das ist so ein uriges kleines Teil. Das gucken wir uns auf alle Fälle an. Das wird ausprobiert. So. Jetzt werde ich mal erstmal den Traktor wieder hier
Jetzt haben wir ja alles so weit weggeräumt, was wir hier hatten. Jetzt kommt der erst auf seinen Platz, vorübergehend vermutlich. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Oh, es ist noch ein bisschen. Na gut. Ein bisschen ist noch. So, das ist dein Platz. Ich muss jetzt zum Mähwerk kommen. Quatsch, zum Chihuahua, der auf dem Feld hier oben steht. So, habe ich hier irgendwo einen Anfangspunkt? Gleich mal gucken, habe ich da was? Erster Wegpunkt, Wiese 03 Schwaden. Ah, ist schon drin. Gut, dann soll es mal anfangen. Und gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe es mal. Und dann muss das Gras ja eingesammelt werden. Oder ich hole mir eine Presse. Das kann auch passieren. Mal gucken. Mit Silage kann man sich doch ein bisschen Geld erwirtschaften. Ich werde mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob das der gleiche Schwader ist, den ich da zu Hause auf dem Hof jetzt stehen habe. Der andere wirkt mir so viel größer. Das kann auch täuschen. Naja, es ist möglich, dass das jetzt täuscht. Aber irgendwie wirkt der kürzer. Weiß nicht. Wie heißt denn du? Das müsste man ja irgendwo sehen. Samas. Okay, der andere, gucken wir mal, das interessiert mich jetzt. Das kommt mir so vor, als wenn das nicht der gleiche ist. Samas stand da dran. Und wie steht das hier? Oh, das wird wohl der gleiche sein. Ja, es ist der gleiche, okay. Das täuscht einfach nur. Na gut, das täuscht. Dann ist das so. Hier auf dem Feld wirkt er kleiner. Aber ja, man muss mal sagen, wenn man den so sieht jetzt hier für diese Art Felder, die wir hier zur Verfügung haben, ist das, glaube ich, die richtige Lösung, den zu verwenden. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Der ist wendig und er ist nicht allzu groß. Es gibt ja hier auch Ecken, wo es noch enger ist. Aber ich sehe schon, alles sammelt er hier allweg gar nicht. Oder es liegt an den Vorgewänden, die noch kommen. Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt hier mit dem Kurs nicht, glaube ich. Gefällt mir nicht. Ich lasse ihn erst mal machen jetzt. Das war auch eigenartig, dass der im Vorgewände angefangen hat. Das stimmt doch irgendwie nicht. Oder sieht das nur so aus? Kann auch sein, dass nur so aussieht. Ich lasse ihn erst mal machen und dann werden wir sehen. Jo, genau. Das denke ich mal, dass das schon nicht so ist. Das Vorgewände muss er noch machen. Aber hier links hat er ganz schön was liegen lassen. Aber dann macht das vielleicht nachher die Kurve vom Vorgewände. Ja, werden wir schauen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Jetzt gehst du ins Vorgewände vermutlich, oder? Ja. Genau. Doch, es scheint zu klappen. Das hat getäuscht. Ich habe ihn auch in der Geschwindigkeit so gelassen, wie ich ihn gemietet habe, nicht schneller eingestellt in der Arbeitsgeschwindigkeit. Hier auf der Map möchte ich so gut wie möglich realistisch spielen, soweit wie mir natürlich Spaß macht. Ne? Übertrieben mache ich das auch nicht. Aber hier will ich schauen, dass ich die Geräte so verwende, wie sie sind. Möglichst keine Mods, es sei denn, es ist ein Mod, wo man nur die Farbe wählen kann und sonst alles andere bleibt. Sowas verwende ich natürlich dann auch. Aber das sieht doch gut aus, was der hier macht. Echt macht. Lässt sich gut einsammeln mit dem Sammelwagen. Kann man nicht anders sagen. So, ich denke mal, ich sollte das mal festhalten, damit ich ein Foto habe hier. Sonst ist das ja nicht so toll, wenn ich dann nachher kein Titelbild habe für das nächste Video, ne? Schauen wir mal. Ne, weiter runter ist, glaube ich, besser. Näher ran. Jetzt nochmal etwas höher. Und jetzt kann man das nachher so ein bisschen variieren.
Ja, ich denke mal, so ist es doch gut. Die Bäume sind, ja, jetzt sind sie senkrecht. Ja, so ist das ein gutes Foto. Gut, und weiter im Text. So, wir sind ganz knapp über der Zeit, aber das Vorgewende machen wir jetzt noch fertig. Da so viel Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Das breche ich jetzt nicht ab. Nein, nein. Das wäre Blödsinn, finde ich. Oh, ein bisschen was bleibt liegen, wie ich gerade sehe. Ganz und gar alles bekommt er nicht mit. Aber das ist nicht schlimm. So, das letzte Stück. Fast geschafft. Aber das klappt ganz gut. Also das war kein Fehlgriff mit diesem Schwader. Das ist der richtige für diese Map, glaube ich. Das funktioniert gut. So, jetzt sind wir gleich fertig. Prima. Jawohl, du hast die Arbeit beendet. Sehr, sehr fein hast du das gemacht. Dann nehme ich mal den Kurs raus. Und dann schicke ich dich mal zum Händler. Da geben wir dich nämlich wieder ab. Wir haben den ja zu Hause stehen, den genau gleichen. Unglaublich. Unfassbar. Solche Sachen passieren. Das ist, ja, wenn das da an dem Ort steht, wo man den nie sieht, ne? So, ich werde den jetzt zum Händler schicken. Verkauft, glaube ich. Ja, vermutlich. Da war der drin. Händler Service, genau. Da muss er hin. Ich hoffe, der kommt da an und bleibt nirgendwo hängen. Das werden wir ja merken. Ein Stückchen fahre ich noch mit, dann springe ich ab. Oder ich switch mal durch. So, das geht nämlich schneller. Damit wir das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Okay, meine lieben Zuschauer, das wäre es dann für heute erstmal wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir gern einen Daumen da. Oh, ich muss zur Seite gehen, oder? Nee, der fährt vorbei. Oh, ganz schön rasant. Ja, der sucht sich seinen Weg. Wird schon klappen. Irgendwann solltest du jetzt rechts rum. Ja. Herrlich. Funktioniert. Jetzt hat er eine rechtwinklige Kurve. Das wird schwierig. Da gehen wir doch nochmal schnell um die Ecke gucken, hä? Oh, er hat es geschafft. Okay, prima. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Und ich möchte gerne, dass ihr alle fein gesund bleibt und freue mich natürlich auch schon auf eure Kommentare. In dem Sinne sage ich jetzt Tschüssi für heute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Marietze.